Hallo, ich bin Martin und ich trete am 12. Juni in Dresden zur Oberbürgermeisterwahl an. Und das will ich erreichen. Was machen die ganzen Autos hier? Ich werde die Luisenstraße und dann die Neustadt autofrei machen. Mit mir als Oberbürgermeister wird es mindestens eine 30-prozentige Sozialbauquote geben, dass auch Menschen mit weniger Geld gut in Dresden wohnen können. Ich werde dafür sorgen, dass hier zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege eine Radfußbrücke hinkommt. Mit mir als Oberbürgermeister wird der Alaunpark Richtung Hechtviertel erweitert. Die lokale Mitbestimmung lebt in den Stadtbezirksbeiräten. Und ich werde dafür sorgen, dass sie die gleichen Rechte kriegen wie die Ortschaftsräte. Mit mir als Oberbürgermeister wäre das Sachsenbad nicht gegen den Willen der Menschen in Dresden verkauft worden. Ich werde alles daran setzen, dass das Sachsenbad wieder zurückgekauft wird und als städtisches Bad saniert wird. Vier Autospuren und kein Radweg. Das muss anders werden. Das ganze riesige Gelände hier in und um den alten Leipziger Bahnhof müssen wir nach gemeinwohlorientierten Grundsätzen zu einem neuen, tollen Stadtquartier entwickeln. Ich werde die Königsbrücker Straße innerhalb von 2 Jahren sanieren und alle Bäume können stehen bleiben. Ich will, dass man dafür das hier nicht mehr braucht. Aber das allerwichtigste Ziel, was wir erreichen müssen, ist Klimaneutralität bis 2035. Das heißt, Solar auf jedes Dach, Sachsenenergie dekarbonisieren, die Energieerzeugung dezentralisieren und unsere Energie, Strom und Wärme hier in Dresden für uns produzieren. Das alles geht wie eine Oberbürgermeisterwahl natürlich nicht alleine. Nicht eine Person macht das, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Solidarisch müssen wir für ein klimaneutrales, soziales und wirklich schönes Dresden eintreten. Wenn ihr im OB-Wahlkampf mit dabei sein wollt, dann bringt euch ein.